Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blackguards Kapitel 2. Also ich habe jetzt nochmal von ganz vorne von Kapitel 1 weitergespielt, da bei der Endschlacht von Kapitel 1 und nochmal das komplette zweite bis hierhin, wo ich die besiegt habe. Ich habe den Kerl hier, den Ausbilder, nie nach Traumkraut gefragt gehabt und nichtsdestotrotz kommt beim letzten Tag immer wieder diese Traumsequenz. Das heißt, das hatte gar keine Auswirkung. Ich hätte mir die letzten 3-4 Stunden komplett sparen können, die ich jetzt nochmal neu gespielt habe. Aber dadurch habe ich sie alle ein bisschen anders gelevelt. Das war eigentlich auch ganz gut. Wir sind ganz gut durchgekommen. Ich habe die Werte hier anders hoch gemacht. Und ja, er hat jetzt den langen Bogen bekommen. Und spielen wir mal weiter. Diese Nacht, was ich mir das kennen wir ja schon. Schandmaske, Fragner. Ich bin zu neugierig auf dein Gesicht. Dieses Ding. Ein Geschenk von Marwan. Ich war ein wenig ungezogen. Was machst du in Mengbilla? Nach Elanors Tod hat der Graf mich gebeten, Lysander zu folgen. Er ist wie von Sinn. Er kennt seine Freunde nicht mehr. Irgendjemand musste etwas tun. Was weißt du über Lysander? Ist er hier? Hey, ihr beiden könnt später in Erinnerungen schwelgen. Sehen wir zu, dass wir hier rauskommen. Ich bin diese lächerlichen Gladiatorenrüstungen gründlich leid. Hexe, das fragen wir besser mal nicht. Wie können wir dich von dieser Maske befreien? Ich fürchte, sie ist magisch verschlossen. Es gibt einen Schlüssel, aber den hat Diego Monterey. Und selbst mit der Maske könnte ich nicht weg. Irgendein Zauber liegt auf ihr. Ich kann mich nicht weiter als 100 Schritt vom Träger des Schlüssels entfernen. Also brauchen wir den Schlüssel. Kennen wir schon. Kannst du die Maske? Gute Idee. Unser Zwerg. So, Ende. Der Zwerg fragt nicht nach einer Hexe. Nicht, dass der später noch abhaut oder sowas. Diego schlaf gemacht. Dann wollen wir uns mal mit ihm anlegen. Okay, wir haben keine Astralenergie. Das macht aber nichts. Das wird schon irgendwie klappen. Würde ich sagen. Hier soll nicht sterben. Ja, habe ich jetzt den ganzen Tag für gebraucht, um wieder hier hinzuspielen. Und alles umsonst. Also, ich hatte es so gehofft, aber es war irgendwie klar. Die Hexe kam neu dazu in die Party jetzt. Die großen Sieger. Es haben mehr von euch überlebt, als ich gedacht hätte. Ja, am Rechen. Auf jeden Fall. Ich habe dich gewarnt. Bete, dass wir sterben, Großling. Jetzt bin ich in Schwierigkeiten, richtig? Falls ihr euer heruntergekommenes Elfenspielzeug vermisst. Ich habe Sklavinnen, die... Ein Schrumpfkopf sollte nicht zu viel reden. So, du Mistkerl. Okay, wir haben keine Astralenergie, das macht nichts. So wie es aussieht, hast du hier einen Sklavenjäger. Oh, das ist kein Magier. Wo ist denn der andere? Die können hier die Tiere rauslassen. Sehe ich das richtig? Können wir sie wahrscheinlich auch, aber dann haben wir zusätzliche Gegner. Also machen wir das besser nicht. Der hat hier eine große Klinge. Okay, die kommen also von hinten. Er ist der Anführer, wird sich wohl ständig heilen. Es war wohl nicht gut, dass wir keine Astralenergie vorher aufgepeppt haben. Mal schauen, wie wir damit aber trotzdem hinkommen. Ist der? Da ist er. Okay. Dann beweg du dich dahin. Und en garde. Sehr schön. Leider keine Verwundung. Ja, wollen sie von hinten gegenkommen. Große Klingen hier. Okay. So, könnte bis dahin gehen. Und dann mit draufballern. Nimm das. Okay. Autsch. Zum Glück haben die keine Gifte. Na stimmt, und ich habe weniger Gifte verbraucht. Davon habe ich jetzt noch mehr bei. Eher gesagt, habe ich die 9 Horden gemacht komplett ohne Gift. Wir waren jetzt auch im zweiten, oder eher gesagt dritten Durchgang wesentlich einfacher. Soll der sich eigentlich nicht mit mir anlegen? Also
wir mal hier hin. Oder ruhig auf den Chojin draufhauen, der kann sich besser verteidigen. Schade, jetzt brauche ich einen neuen Fernkämpfer. Gut, ich habe noch den Magier. Immerhin. Der heilt sich ja gar nicht. Seltsam. Ja, soll mir recht sein. Ja. Aber der Magier trifft einfach nicht. Ah, oh, nicht auf den Magier. Ah, okay, da kommen die... Boah, 25. So ein Mistkerl. Ich hab's mir schon gedacht. Komm, ein paar Verwundungen. Tja, das war aber nix. Der Zwerg muss die alle alleine wegfegen hier. Geht nicht anders. So, du gehst mal schön etwas weiter zurück. Und zwar darüber. Könnt die zwar freilassen, sehr wahrscheinlich. Aber dann würden die einfach gegen mich kommen. Oh, wofür ist das hier? Wofür ist das? Was hält das? Ist hier irgendwo ein Kronleuchter oder sowas? Was hält denn, bitteschön, dieses komische Teil? Keine Ahnung. Gucken wir gleich mal, ob der Magier da drauf schießen kann. Ja, der Zwerg zertrischt weiter den hier, der hoffentlich keine Heiltränke hat. Auchi, auchi. Komm, eine Verwundung. War das eine normale Attacke? Abknallen. Ah, du kannst es abknallen. Ach du Scheiße. Das hat mein Zwerg getötet. ja, so sollte das nicht passieren. Ich hoffe, der ist danach wieder da. Nicht gut. Gar nicht gut. Geh mal einen Schritt runter. Ja, also es ist sehr wahrscheinlich so, dass wir bei den späteren Kämpfen sehr viel davon nutzen müssen. Mist, jetzt hat er was gesagt. Er hat wahrscheinlich irgendwas von seinem Stamm, irgendein Sprichwort. Auf jeden Fall wird man dann sehr wahrscheinlich das Kampfgeschehen einmal kennenlernen und dann neu laden und den Kampf ideal bekämpfen. Weil es wird halt auf jeden Fall schwieriger hier im zweiten Kapitel. Das erste war ja noch recht simpel. Jetzt kommen wir auch gar nicht an ihn dran. Was nu? Wo ist der Gummischuh? Ah, dann ist der Kampf zu Ende, wenn er futsch ist. Ja, okay. Auch nicht schlecht. Ein Hakenspieß. Ein Haumesser. Wahnsinn. Schwarzes Metall. Mhm. So, dir geht's nicht gut. Das sehe ich. 100 Abenteuerpunkte. Die neuen Horn. Boron mit euch. Ja, heil uns mal bitte. Alle. Sehr schön. Händler. Die Sachen behalten wir mal. Vielleicht kann die Markerin die gleich anziehen. So, wir haben kurz ein Haumesser. Schwerter Säbel. Ein W6 plus 3, naja. Das ist ein Speer. Ein Lederschild, das kein Mensch braucht. Verkaufen. Normale Zaubertränke, Gegengift. Na gut, dann soll's das hier gewesen sein. Das Volk von Mengbilla liebt mich. Halt den Mund, genau. Aurelia, wir haben den Schlüssel. Jetzt weg mit dieser lächerlichen Maske. Bezaubernd. Ich bin sprachlos. Und warum redest du da noch? Das war klar. Kommt, lasst uns verschwinden.
Oh! Eieiei, das heißt, ich war heute Morgen schon eigentlich durch. Herzlichen Dank, dass du Blackguard spielst und uns bei der Entwicklung unterstützt. Wir freuen uns auf dein Feedback. Kapitel 3 wird voraussichtlich. Na gut. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.